Hast du Lust auf ein Experiment? Komm schon, tut auch nicht weh, okay? Also folgendes. Der Mensch kann einen Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hertz, also 20 Kilohertz, hören. So die Theorie. Aber wusstest du, dass die obere Hörgrenze, bis zu der wir also noch was hören können, statistisch betrachtet im Verlauf von nur 10 Lebensjahren um 2 Kilohertz abnimmt? Das bedeutet, mit 10 Jahren hörst du noch alles bis 18 Kilohertz. Aber schon mit 30 Jahren ist bei 14 Kilohertz und mit 50 Jahren schon bei 10 Kilohertz Schluss. Okay, das variiert natürlich von Mensch zu Mensch und ist auch sicher nicht so linear, denn sonst würden ja alle Menschen spätestens mit 100 nichts mehr hören. Aber wie ist es denn mit dir? Wie gut hörst du denn eigentlich obenrum noch? Und was hat das mit dem Abmischen von Musik zu tun? Bin ich jetzt etwa ein schlechterer Mischer wegen der eingeschränkten Hörfähigkeit ab einem Alter von 40 und berufsunfähig ab 50, weil dann ab 10 Kilohertz nichts mehr geht? Natürlich nicht. Aber das probieren wir jetzt einfach mal aus. Also ich nehme jetzt mal einen Song und schneide mit dem Fab-Filter Pro-Q 3 hier dann einfach mal alles unterhalb von 18 Kilohertz rigoros ab, wie du hier sehen kannst. So sieht das dann aus. Und dann gehe ich einfach mal in einzelnen Schritten immer weiter runter und du kannst ja mal in die Kommentare reinschreiben, ab wann du etwas gehört hast. Ja, ich weiß natürlich, dass YouTube im Sound auch einiges abschneidet, aber du kannst es ja sonst selbst zu Hause auch nochmal ausprobieren und vielleicht auch nochmal andere Musik nehmen, wie zum Beispiel Klassik oder Rock. Also starten wir jetzt einfach mal. Ich habe hier einen Song, der ist von mir selbst geschrieben. Das ist der letzte Song, den ich mal schreiben wollte. Nein, das ist der letzte Song, den ich als Ode an die Corona-Pandemie mal geschrieben habe. Hier fertig gemastert und der klingt im Moment original so. Das ist der letzte Song, den ich dir schreibe, bevor's dann. Und jetzt hören wir mal, wie das Ganze klingt, wenn ich alles unterhalb von 18 Kilohertz abschneide. Also nochmal von vorne und jetzt schalte ich hier das Filter auf 18 Kilohertz und mal gucken, ab wann du was hören kannst. Ich bin mal gespannt und ich werde gleich auch berichten, ab wann ich was gehört habe. Ich blende dir übrigens auch ein, wie viele Frequenzen du jetzt eigentlich hörst. Also. Okay, spätestens bei 11 Kilohertz war ich da. Bei 12 habe ich schon so das Gefühl gehabt, so zwischen 12 und 13 hatte ich das Gefühl gehabt, da ist irgendwo was, ich kann es nicht so richtig benennen. Wie soll so ein leichtes zierten, zwitschern irgendwie so, aber es war auf jeden Fall schon da. Spätestens bei 11 war ich dann da. Also für jemanden, der über 50 ist, wie ich, eigentlich gar nicht so verkehrt so als Ergebnis, aber du kannst ja wie gesagt mal in die Kommentare reinschreiben, wie es bei dir denn eigentlich gewesen ist, ab wann du was gehört hast. Aber lass uns den Spieß doch einfach mal umdrehen. Wir können ja mal kurz abschneiden und mal hören, ob der Song sich tatsächlich zum Schlechteren verändert, wenn ich einfach mal ab, sagen wir mal 12 Kilohertz alles obenrum abschneide. Und bleib noch dran nach diesem Experiment, denn ich zeige dir gleich noch eine professionelle Produktion. Da können wir nämlich dann auch nochmal sehen, wie viel Höhen eigentlich in so einer modernen Produktion durchaus drin sind. Also jetzt hören wir erstmal, wenn ich das Filter umdrehe. Ich nehme mal hier den Filter und schneide einfach mal jetzt alles oberhalb von, was sind wir, 12 Kilohertz ab. Das heißt, ich nehme jetzt mal einen Hi-Cut. Wo ist er da? Und jetzt hören wir einfach mal und ich schalte dann A, B zwischen den beiden Versionen hin und her mit und ohne Hören. Ich blende dir ein, was du hörst. Also wir starten mit Höhen und dann machen wir mal ohne. Los geht's. Das ist der letzte Song, den ich dir schreibe, bevor es Also ich bin ehrlich, ich könnte jetzt nicht sagen, dass da oben was ist, aber ich hatte das Gefühl, und davon muss man wohl reden, ich hatte das Gefühl, dass der Song mit den Höhen etwas weiter offen war, etwas klarer obenrum klang, aber das war auch mehr ein Gefühl, als dass ich das wirklich hätte benennen können. Aber lass uns doch nochmal zusammen auf zwei professionelle Produktionen gucken und wir gucken mal, wie viel tatsächlich im oberen Frequenzbereich eigentlich stattfindet. Ich schalte mal hier auf 14 Kilohertz das Filter, wie du hier sehen kannst und jetzt hören wir einfach mal, wir hören nicht, wahrscheinlich hörst du es nicht, ich auch nicht, wir gucken mal, was bei einem Dua Lipa Song eigentlich so obenrum los ist. Ich schalte jetzt hier mal auf den Dua Lipa Song und wenn du den jetzt nicht hörst, kein Wunder, denn natürlich für den YouTube-Algorithmus mache ich das jetzt einfach mal hier still. Aber wir sehen ja hier im Frequenzbereich, was da am Start ist. Also los geht's.
Ja, ist auf jeden Fall hier einiges obenrum los. Aber wir haben noch eine kleine Überraschung. Also ich habe eine kleine Überraschung für dich vorbereitet, denn wir schauen mal jetzt auf einen Song von Bruno Mars, den ich mitgebracht habe. Der Song heißt Treasure und den kannst du dir auch nochmal anhören. Und jetzt pass mal auf, was hier eigentlich im oberen Bereich los ist. Und dazu mache ich den Brickwork-Limiter jetzt hier, den Equalizer mal aus. Wir gehen mal auf das komplette Frequenzbereich. Ich mache nur die Musik nicht an, damit du sie nicht hören kannst. Ne? Also, los geht's. Und guck mal hier im oberen Bereich. Da ist nichts mehr. Das heißt, wenn ich hier abschneiden würde mit meinem... Ich drehe den mal um, wir nehmen mal einen 14 Kilohertz Filter und ich drehe den mal um auf einen Hi-Cut. Dann siehst du, wir verlieren nahezu nichts hier. Das heißt, bei Bruno Mars findet im Bereich oberhalb von 14 Kilohertz sowieso nichts statt. Und das ist klar eine Einladung dafür zu sagen, hey, das muss ich nicht überbewerten, das mit dem ich höre da oben nichts mehr, sondern es ist ganz klar, also man sollte natürlich im Blick behalten, was da stattfindet. Wenn du jetzt wenn du es nicht mehr hörst, aber in deinem Analyzer siehst, dass da extrem viele Frequenzen oben rumzwitschern, dann solltest du vielleicht da die einzelnen Elemente in deinem Mix nochmal ein bisschen mit einem Hi-Cut beschneiden. Aber erstmal gilt es, nur weil du es nicht hören kannst, ist es jetzt nicht so ganz dramatisch, wenn du jetzt nicht extrem über treibst im Höhenbereich. Aber auf der anderen Seite, dreh auch nicht Höhen rein, die du nicht hörst, weil wir können ja nichts mischen, was wir nicht hören können. Schreib mal gerne deine Erfahrung unten in die Kommentare rein, auch was du ausprobiert hast und vor allem, ab wann du was gehört hast. Und ich freue mich da, von dir zu lesen. Wir sehen uns dann die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!